und euch auch zum Mitmachen animieren. Es wird ein Workout sein, bestehend aus 5 Übungen. Die werde ich jetzt erstmal alle zeigen, damit ihr auch alle später mitkommt. Und dann machen wir die Übung mal alle zusammen einmal durch. Ihr sollt natürlich dann nicht so wie ich auch das nur einmal durchmachen, sondern am besten dreimal hintereinander. Und für die Fortgeschrittenen von euch, die können es auch 5-mal probieren. Ich weiß nicht mal, ob ich das 5-mal kriege. Wir werden das jetzt erstmal alle zusammen durchgehen. Die Übung zeige ich euch jetzt erstmal. Die erste Übung ist dafür da, dass unser Herz erstmal richtig anfängt zu pumpen und auch der ganze Körper quasi aufwacht und richtig in Sportmodus kommt. Das ist ein sogenanntes Touchdown. Wir gehen also einen Schritt zur Seite quasi und touchen runter. Und das quasi im Sprung, also so und so. Das ist quasi eine Wiederholung. Also für die, noch nicht, die das Ganze mit dem Springen, eventuell mit den Knien oder mit dem Cardio noch nicht so hinkriegen, können auch einfach zur Seite den Schritt nehmen und runtergehen. Also so sieht das Ganze dann aus, wenn wir das hintereinander machen. Das wäre die erste Übung. Die zweite Übung sind die vielleicht euch manchen bekannten Burpees vom Footballsport. Da steht man einfach so zur Seite hin und springt zurück in den Liegestütz, in die Liegestützposition. Aufpassen, dass man nicht zu sehr hoch mit dem Popo kommt oder zu sehr durchhängt, sondern schön gerade versuchen. Und dann den Liegestütz, schön die Ellbogen nach hinten, nicht zur Seite, wieder hoch. Wir springen vor und hoch. Für die das alles noch ein bisschen viel ist, können auch einfach zurückspringen, Knie zum Boden, Liegestütz, hoch, nach vorne springen und hoch. Das ist die zweite Übung. Die dritte Übung ist dann eine statische Übung, weil wir wollen es ja auch nicht übertreiben mit dem Rumgespringen. Stellt euch ganz normal so hin und dann fasst ihr immer den entgegengesetzten Fuß zum entgegengesetzten Hand hoch und die berühren sich. Immer so. So, das wäre die zweite Übung. Davon machen wir dann von jeder Seite 10 und von den Burpees auch 10 übrigens vorher. Das ist also die dritte Übung, die nenne ich sogenannte Crab, weil es ein bisschen aus wie ein Crab. Und die vierte Übung ist dann wieder eine etwas cardio-basierende Übung. Dabei gehen wir in den Ausfallschritt. Immer schön achten, dass man nicht mit den Knien zu weit vorkommt, sondern immer schön hinter den Zehenspitzen bleiben und schön tief gehen mit den hinteren Knien. Und dann springen wir einfach so und versuchen, die Balance zu halten und klatschen auch immer. Unten einmal. So, und davon machen wir dann auch 10. Und die letzte Übung ist dann wieder eine statische Übung, die wieder den ganzen Körper auf dem Bauch angreift quasi. Wir gehen also quasi hier wieder in die Plank und machen einen Liegestütz. Für die von euch wieder, die es noch nicht so weit können, mit aufgesetzten Knien. Liegestütz. 1, 2. Also immer das Knie zum entgegengesetzten Ellbogen ziehen. Und das ist quasi eine Wiederholung. So ist 1. Und das machen wir auch 10-mal. Das sind also die 5 Übungen. Und die machen wir jetzt alle zusammen einmal durch. So, jetzt fangen wir zusammen, diese ganzen Workout fangen wir jetzt gemeinsam an. Versucht mit mir mitzuhalten. Wenn ihr es noch nicht ganz packt oder wenn ihr sogar schneller seid, dann macht es auch schneller. Und das Ganze hat auch den Sinn, dass man zwischen diesen einzelnen kleinen Übungen auch nicht zu viel Pause macht. Also natürlich müsst ihr mal durchschnaufen und setzt euch auch mal hin, wenn es nicht mehr geht. Es geht mehr darum, einfach mitzumachen, das mal zu probieren und auch weiterzumachen, weil jede Art von dieser Bewegung, diesem Workout ist wirklich gut für euch und ihr werdet euch am Ende super geil fühlen. Das verspreche ich euch. Und am nächsten Tag natürlich überall Muskelkater, wie man sich das so vorstellt. Also gut, wir fangen jetzt an. Erste Übung. Okay, also 20 Mal quasi jede Seite 10. Und los. 1, 2, 3, 4. Und immer schön 5 den Boden berühren. 6, 7, 8. Und schön hochkommen. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Noch 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir gehen gleich rüber zu den Burpees. Und springen.
Zeit schütteln. Von jedem 10 Stück auf jeder Seite. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, das brennt ganz schön. 2 Mal. Viel Spaß!